Rapper Mittwoch Battle Mania Vorrunde mit Beat 3x8 Takte Freestyle Schlagabtausch. Willkommen bei Rapper Mittwoch, das allererste Mal in Wien, was geht ab? Wir haben hier eine unfassbare Battle Mania für euch. 7 MCs streiten sich um den Champion-Titel hier in Österreich. 7, weil der Champion aus der letzten Show, Tobi Nice, hat eine Wildcard, wird verteidigen, kriegt diese Wildcard im Halbfinale, kommt er rein. Und deswegen stelle ich euch jetzt erstmal die anderen 6 MCs vor. Aber bevor wir das tun, müssen wir natürlich noch erstmal unser Gremium vorstellen. Ladies and Gentlemen, heute in unserem Gremium macht mal ein bisschen Lärm für Gian, Daniel und Alex von Dreistil. Wie immer geht es hier um 200 Euro und um einen Gutschein, auch um 200 Euro von Dangerous für Klamotten. Das ist auf jeden Fall eine ganze Menge wert. Plus natürlich Fame und Respekt, das ist noch viel wichtiger als der Fame hier bei Rapper Mittwoch. Die Leute sind auf jeden Fall gespannt. Und wenn ich jetzt die Namen nenne, bitte ich euch auf jeden Fall um ordentlichen Applaus. Heute im Battle mit dabei, ihr könnt erstmal sitzen bleiben, danach ziehen wir die Paarung, ja? Heute im Battle mit dabei hat sich eben in der Qualifikation durchgesetzt. Mach mal Level, Ayo! Heute im Battle mit dabei hat sich auch eben durchgesetzt. Mach mal Lärm für, Moment, für LXO! Rap oder stirb. Und heute im Battle mit dabei, macht mal richtig Lärm für Toast for me! Battlemania. Und Ladies and Gentlemen, auch heute im Battle mit dabei, hat sich gerade eben wirklich sehr gut in der Qualifikation durchgesetzt. Ein sehr junger MC, mach mal Lärm für Feser! Rap oder stirb. Dann kommen wir jetzt zu einem MC. Ich muss ehrlich sagen, was ich heute in der Cypher von ihm gesehen habe, ist mich auf jeden Fall sofort überzeugt. Mach mal Lärm für einfach so! Battlemania. Und Ladies and Gentlemen, ich würde sagen, er ist inzwischen ein ganz, ganz, ganz großes Kaliber in der Battle-Rap-Welt. Hat einige Champion-Titel schon hinter sich und in der BMCL schon souverän abgeliefert. Mama Level Jizzy! Rap oder stirb. Eine links, eine rechts, genau, jeweils immer eine links, eine rechts und öffnet ruhig die Tickets. Ladies and Gentlemen, einfach so gegen Ayo! Du wurdest als erster gezogen, unsere legendäre Rap am Mittwochmünze, Faust oder Ficker? Ficker. Ficker. Rap am Mittwoch Battlemania Vorrunde. Er hat gewonnen, gibt euch schon mal Props. Ayo, du sollst anfangen. Kurze Information, vorhin haben wir 4 Takte Freestyle-Schlagabtausch gemacht. Bei uns in der Vorrunde in der Battlemania sitzt jetzt immer 8 Takte Freestyle-Schlagabtausch, okay? 8 Takte, weil es ein bisschen fortgeschrittener ist, du sollst anfangen. Alle Hände in die Luft hier Wien, 8 Takte Freestyle-Schlagabtausch über ein Beat. DJ Beat, let's go! Eigentlich war ich nur hier für die Cypher, also ist es kein Problem, wenn ich jetzt in dieser Runde scheiter. Ich flowe wie kein Zweiter, also Publikum schickt mich ne Runde weiter. Du bist mir nicht würdig, wie Charlotte Engelhardt. Ich häng oft mit dir ab, weil Sido so einen kleinen Schwengel hat. Und Change! Ich muss bitten, ich muss den Mises punchen, Digga. Er konnte vorher nicht mal das Mikro halten. Was bringt ihr hier, Digga, Logo? Digga, ich tanze hier auf der Bühne Pogo. Aber ich krieg einen miesen Pass. Die Fut deiner Mutter ist größer als das Riesenrad. Check, Digga, wo sind die Hände? Dann kriegt ihr 3 Runden, wo ich den richtig bagge. Change! Du hängst zwischen Beinen ab wie meine Hoden. Du bist die Johnny im Battle, denn du schaust zu mir nach oben. Weiter, weiter, schneller, schneller, komm! Ja, keine Ahnung, fuck. Hab wohl gerade verkackt. Letzten Lines. Viel zu viel Druck. Und Chase! Er kann nicht spitten, ey, heute fliegt diese Foot raus. Ich schau rauf, denn ich muck auf. Also, lass mal, Digga, richtiger Konter. 6-1, nenn ich Barcelona. Aber ich hab ja schon gewonnen, ich muss gar nicht spitten. Ich kann dich mit so billigen Likes ficken. Ben Salomo, lass mir ins Gesicht. Ich hab den Spaß, die gefickt. Change! Du bist wie für mich nur Luft wie dieser Jordan. Ich werd's dir am Mike jetzt richtig hart besorgen. Ich weiß mehr als du, als der Templer Orden. In der BMCL werden die Rapper von morgen geboren.
Sorry. Und letzter Change. Wie gesagt, ich muss nicht rappen, ich brauch gar nicht reden, denn der Typ kann ja nicht mal zählen, aber er wird danach jetzt hart verschont. Wieso zitterst du so? Hast du Parkinson? Ah, ich hab Tabletten rein bei mir versteckt. Dicker, jetzt wird reingerappt. Deine Eltern haben kein Kondom. Du hast recht, ich hab ein Epileptiker-Syndrom. Aus, MCs, gebt euch Respekt! So. Ihr könnt das jetzt entscheiden. Wir machen das immer mit Hände, okay? Zeigt mir eure Hände für den MC auf meiner rechten Seite, der hier angefangen hat in diesem Battle für Ayo. Zeigt mir eure Hände für den MC, der nachgelegt hat in diesem Battle für Einfach So. Herzlich willkommen im Halbfinale Einfach So. Gebt euch doch mal Respekt, Freunde. Hey, meine lieben Rap am Mittwoch-Freunde in Wien. Übergeile Show, übergeile Cypher, geile Battlemania-Vorrunde. Bei euch beiden war, beide Jungs aus Wien, gehe ich erstmal von aus, ne? Wohnt beide hier in Wien. Du bist auch bei Dreistil aktiv, die Jungs meinten auf jeden Fall, dass du es drauf hast. Du warst auch richtig stark dabei, so in der Cypher. Du warst auch stark in der Cypher, aber Battlemania war dann, wow, so, du hast hier die Quali durchgesetzt und wir dachten uns so, okay, der hat einen Hype reingenommen, so, und ich so, okay, lustige Dinger, und dann, what the fuck, so, why you do that, bro, so. Aber sag erstmal du, Alter, wie war das denn für dich, das allererste Mal bei Rap am Mittwoch zu sein, so? Ich meine, du hast ja schon einige Battles hinter dir, so, aber wie war das Battle denn für dich? Ja, hey, next level, so mal vor 600, 700 Leuten statt 200, ist halt Step höher, aber ja, konzentriert rein, alles zerfickt nur, hat Spaß gemacht. Okay. Also du warst aber auch in der Cypher ein bisschen stärker als jetzt in deiner Battlemania Vorrunde. Aber du musst sagen, in der Battlemania hast du dich auch noch mal krass gesteigert, da kommen wir später noch mal dazu. Und jetzt, mein Freund, was war los, Alter? Blackout, was war los, Alter? Also ich habe ursprünglich nicht damit gerechnet, so weit zu kommen. Also, ja, super. Ich war nur da für die Cypher und das Publikum hat mich dann so gehypt, dass ich in die nächste Runde gekommen bin. Und dann bin ich dort gestanden ohne Bars, weil ich schon beim Mixed Martial Bars meine Lines rausgehaut habe und ja. Dann hat er mich zerlegt wie ein Lego-Baukasten. Also das ist klar, ja, ich glaube, das war eine ganz eindeutige Sache auf jeden Fall. Kann man eigentlich nicht viel dazu sagen. Was sagt ihr? Ich glaube, ihr seid da gleicher Meinung, dass das jetzt ein ganz einfaches Ding war. Willst du noch was sagen? Ich würde gerne meine Kollegen in Osttirol alle grüßen. Danke. Schöne Grüße. Wir sind im Fernsehen. Schreibt uns alles in die Kommentare. Es geht weiter. Bitteschön. Eine links, eine rechts. Ja. So. Aufmachen, Freunde. Zeigt mir die Namen. Ladies and Gentlemen, bitte mach mal ein bisschen Lärm für LXO gegen Fesas! LXO, du darfst entscheiden, Faust oder Ficker? Ficker. Ich darf anfangen, also was? Du darfst anfangen, 8 Takte Freestyle Schlagabtausch. Wollt ihr das zweite Battle sehen? Wien, gib mir ein Oh yeah! Let's go! Ah. Yeah, yeah. Du machst auf cool und gibst mir ne Vorsprung. Mal gucken, was die Crowd sagt. Geht das in Ordnung? Ich glaub nicht, deswegen leg ich dich sofort um und hol mir den Sieg wie Liverpool gegen Dortmund. Check, yeah. Entschuldigung, mein Fehler. Sorry, mein Fehler. Nochmal 4 Takte, Alter. Du glaubst, du bist hier der ganz krasse? LXO, Bruder, schicke dich anzapfen. Mann, du bist ein kleiner Student. Ich bin ein Gangster und ich fahre ne Benz. Check. Jetzt bettelt er mich, das hat er sich gedacht. Ja, den Zopf, den hat seine Mutter daheim noch gemacht. Yo, Alter, das ist viel zu geil. Guck den Typ mal an, richtig hier im Army-Style. Wow, Alter, ja, du bist hier nicht der Krasse. Ich weiß im Army-Style, doch du bist hier nicht bewaffnet. Nicht mal mit Lines, halt die Fresse, ich hab noch 2. Und danach werde ich dich auf der Bühne hier jetzt mal extra zeigen. Ich krieg grad Bass und hol mir mein Fehn. Digga, ich bin clean, du hast ein Drogenproblem. 1200 Wien, los, hol dir dein Age. Wurdest du von 2 Schwarzen gepickt, hattest du nen Oreo-Keks? Digga, du machst hier einen auf Friedensschlange. Ich geb dir nen Abercut, du machst Rückwärtssalto wie Zirkusaffe. Das ist Wien, Digga, das ist anderes Level. Ich werde dich jetzt im Freestyle krass hier zerfetzt. Drogenproblem? Ja, weil es abgeht. Ich hab ein Drogenproblem, weil deine Mom mir auf den Sack geht. Yo, Alter, weil sie einfach scheiße ist und auf den Strich einfach auch noch ihre Scheiße frisst. Yo, ich komm jetzt rein mit übelst miesen Flow. Kein Problem, danach fick ich seine Mutter auf die Hau. Standard ein, ich komm jetzt rein, ficke dich, du Schwein. Kein Problem und ich trete dir jetzt weg dein Bein. Yeah. Wenn ich rap, bin ich in meinem Element.
Fresher Style, Digga, dein sieht aus wie Second Hand. Digga, du verlierst das Battle, ich bin Eminem. Digga, vom Bam mit deiner Niederlage ins Netz gestellt. Ich reiß die Crowd mit wie Harry Kane. Nach diesem Battle kannst du mich Daddy nennen. Ich bin zwar nicht Deutschrap sein Vater, doch ab jetzt gibt's einen neuen Erziehungsberechtigte. Jeder weiß, dass der Typ jetzt verreckt. Element, ja, das kenn ich, davon ist meine Cap. Yo, Alter, was geht denn ab? Du bist nicht geiler. Du hast auch ein Tattoo, meins ist nicer. Yo, Alter, ich bin 17 Jahre, kein Problem, Alter. Und deine Hose hat eine hässliche Farbe. Yo, ich bin hier in Battle-Phase, meiner Battle-Rage. Fick dich in Extra-Phase. Du fickst mich gerade aus. Gebt euch Respekt, Homies, Alter, gebt euch Respekt. Ich muss ehrlich sagen, sehr schade, dass ihr schon in der Vorrunde aufeinander getroffen seid, weil am liebsten würde ich keinen von euch draußen sehen. Waren wir Vorrunde schon, ja? Das ist schon Vorrunde jetzt gewesen. Ja, also einer fliegt leider raus und ich will damit sagen, beide waren sehr fresh. Mama, lernen wir diese beiden MCs, verstehst du, was ich meine? Es ist halt immer schade so, wenn so gute MCs so früh aufeinandertreffen. Wir müssen, guck mal, wenn es jetzt im Publikum und, warte mal, genau, wenn es, das Publikum hat jetzt drei Schlagabtäusche gesehen, wenn es jetzt im Publikum irgendwie nach zwei Fragestellungen nicht deutlich aussieht, dann machen wir eine Extra-Runde, aber das wissen wir ja jetzt noch nicht, okay? So, ihr könnt das entscheiden, der liebe LXO hat angefangen, okay? Zeigt mir eure Hände, wenn ihr sie auf meiner linken Seite für LXO! Zeigt mir eure Hände, wenn sie danach gelegt hat für Fesas! Man kann das nicht ignorieren, es sieht deutlich aus. Fesas ist im Halbfinale. Respekt, Respekt, das war das Geilste, wenn ich euch je hatte, Alter. Danke, Digga, Digga, Props, Mann. Hey, meine lieben Freunde, willkommen zur zweiten Runde in der Battlemania Vorrunde. Wir haben Fesas, wir haben LXO von Wien West, haben wir gerade gehört. Harter Bezirk, 14. 14. Alles klar. Fesas. Ich muss sagen, du warst schon einige Male am Start und hast oft diese Hürde der Quali auch nicht geschafft. So. Das war auf jeden Fall immer so eine Hürde, wo du nicht drüber warst. So. Klar kommen meistens so die MCs zu mir und sagen so, ey Mann, ich will endlich mal in die Battlemania. Ich so, ey, wenn du tight bist, dann schaffst du auch die Quali. So. Und du hast sie diesmal geschafft und du hast wirklich heute abgeliefert. So. Wir dachten so, boah, Steigerung hoch 10. So. Übst du zu Hause richtig Fleisch? Was geht denn ab bei dir? Ja, Alter, auf jeden Fall. Jeden Tag, Alter. Ich auch nur im freien Freundeskreis, Mann. Die haben sich alle mir so zugewendet, sag ich mal. Es geht nur noch, kommt jemand rein, so Beat an, Alter, damit gefreestylt. Ob der das nun kann oder nicht, ist ja scheißegal, Alter. Hauptsache Spaß zusammen haben. Und ja, mega geübt. Seit Leipzig habe ich ja Battle noch gar keine Erfahrung gehabt. Das hat man auch gehört, da kann man sich ja nochmal angucken. Und aber macht mega Spaß, Alter, dann bin ich am Ball geblieben und heute war auch das erste Mal, dass ich wirklich zufrieden war mit meiner Leistung. Dass ich wirklich von der Bühne gehe, jetzt hier mit dir im Interview stehe und denke, Alter, geil, du musst dich heute nicht schämen. So. Das ist auch immer schön, wenn man sich nicht schämen muss. So. Hast du auf jeden Fall eine gute Leistung hingelegt. LXO, Wien West, das erste Battle, nee, das, hast du schon gebattelt öfters? Sag mal so ein, zwei Battles habe ich schon gehabt, aber so vor so einer großen Crowd oder... Auf einer Bühne auch nicht so. Leute noch nicht, ehrlich gesagt, nein. Wie war das denn für ein Gefühl für dich so? Ich meine, du hast gehört, Rapper Mittwoch kommt her, hast dir Ticket gekauft, warst hier und bist auf einmal in einem Battle so. Muss so ein Film für dich sein. Ja, na, ich habe mir halt eben gedacht, mal, ich komme vorbei, schau mal, was geht und so. Und dann habe ich mir gedacht, ey, scheiß drauf, ich freue mich auf die Bühne gleich. Und ja, dann habe ich gleich Marlene als Gegner bekommen, Digga, und ich bin eigentlich zufrieden, weiß nicht. Also er hat gut abgeliefert auf jeden Fall, also ich weiß. Aber du siehst schon ein, dass er auf jeden Fall besser war auch. Ja, das auf jeden Fall, Digga, die Crowd hat entschieden, Mann, und das ist eindeutig, weißt du, was ich meine? Das heißt so, ich bin eigentlich zufrieden, ja, muss mich halt verbessern, so, ich habe jetzt nicht wirklich jetzt auf Freestyle-Bass geachtet, so. Ich habe mehr so für A Cappella geschrieben und so, aber ja, Freestyle ist auch eine Disziplin und wenn du da nicht weiterkommst, Digga, dann ist das halt nun mal so, ja. Aber auf jeden Fall krasses Battle, Mann. Wien ist richtig abgegangen und ja, Mann, ich bin froh, Digga, hat Spaß gemacht und Props. Respekt zollen, das ist ganz wichtig und er hat etwas ganz Schönes gesagt. Wien ist wirklich geil abgegangen, wir hatten wirklich richtig Spaß. Fesas gegen LXO, was sagt ihr zu diesem Match? Ihr wisst das doch, Alter. Wir sehen uns beim nächsten Match. Ja, gerne. Eine links, eine rechts. Ich meine, es ist jetzt irgendwie keine große Mathematik mehr, aber wer als Erster gezogen wird, wen nennst du als Erstes? Ladies und Gentlemen, begrüßt ihr auf jeden Fall mit einem richtig schönen Wiener Lärm, Mama. Level Toast for me gegen Jizzy! Ich
Faust for me. Du wurdest als erster gezogen. Faust oder Ficker? Faust, hat er gesagt. Alles klar. Check, check. Ladies and Gentlemen, Jizzy soll anfangen. Kommt mal ein bisschen schön hier in die Danger Zone, Freunde. Kommt mal ein bisschen näher hier in die Danger Zone. Wien, habt ihr Bock auf dieses letzte Vorrunden-Battle-Match? Komm mal in die Luft, Wien! Ah, ah. Check. Jizzy, ich schläg locker diesen Spinner um. Du siehst so aus wie Oliver Kahn mit geistiger Behinderung. Jizzy 513, Mann, ich ficke dich. Ich habe deine Bitch gefickt und deshalb hab ich Syphilis, der King im Biss. Mann, du Pisser, bist der Inbegriff vom Wichsgesicht. Jizzy 513 bringt den Killershit. Ah, ich komme rein und ich baller Blei. Deine Mutter lutscht Schwänze im Asylantenheim. Alles klar und du musst es gerade wissen. Ey, und Jizzy, halt die Fresse, ich war vorher einen Kiffen. Ja, verdammt, was laberst du jetzt gerade von Asylanten rein? Jeder darf in deine, du mit Mutter Schlampe rennen. Jo, das war kein Deutsch, egal, an der Bushaltestelle. Zeig deine Mann vorher, wie sie sich die Brusthaare kämmte. Egal aber was, ey, schau dich grad behindert. Der Typ merkt doch selber, dass das alles keinen Sinn hat. Hey, kein Problem, denkst du, dass du lustig bist? Wenn du meine Mutter fickst, ist das nur ein dummer Witz. Jizzy 513, gegen mich gehst du unter. War nur kleiner Scherz, fick deine Mutter. Was ist los, Mann? Digga, fick dich. Jizzy 513, Digga, Wien rückt das richtig. Oh, Digga, bisschen ausgerastet, tut mir leid, ich hab Down-Syndrom, zurück zum Hauptbahnhof. Das ist nicht schwer, sag, meinst du das ernsthaft? Ich fick dir deine Mutter, frag mal, wo ich die Wildcard her hab. Ja, verdammt, man merkt, dass du gerade nicht begeistert bist. Deine Mutter schaut grad Rapper Mittwoch und die feiert mich. Ja, verdammt, das ist gerade kranke Tatsache. Seine Mutter schmuggelt in den Clubs zwischen den Arschbacken. Ja, verdammt, der Typ spielt gerne auch in Stummfilmen. In deiner Mutter waren schon mehr als in dem Club drinnen. Du hast kein Problem, du wirst heute krass gebumst. Du hast die Wildcard, du hast dir einen Schwanz gelutscht. Ja, und Dicker, Freistil, Freistil, ich weiß ganz genau, ich warte gerade auf das Freispiel. Dicker Book of Ra, Dicker Freispiele, ich geb die Kugeln ab wie eine Eisdiele. Ah, was ist los, Dicker, kann passieren, du bist so hässlich, Freddy Krüger hat Angst vor dir. Chill. Ey, und Dicker, lern erstmal free zu stylen, deine Mutter sitzt unter Pult und bläst Peachy Pete gerade einen. Und das ist eklig, das ist Real Talk und so. Ja, verdammt, Dicker, wer bei dir, das sinkt das Niveau. Ja, verdammt, ey, ich schick dich jetzt nach Hause zum Sterben. Der Typ ist echt gut darin, Texte auswendig zu lernen. Aber egal, ich krieg sofort mal Applaus, das ist Cheesy aka in der Vorrunde raus. Mach mal Lärm, die Beine MCs! Wow. Also ich muss ehrlich sagen, Alter, was Wien hier in der Vorrunde geboten bekommt, ist auf jeden Fall sensationell. Persönlich, ich fühle mich extrem entertained. Mach mal bitte nochmal Lärm, die beiden MCs, es war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ihr habt das in der Hand, wie das hier weitergeht. Zeig mir eure Hände für den MC, der auf der rechten Seite hier steht und angefangen hat. Zeig mir eure Hände für Jizzy. Zeig mir eure Hände, wenn MC da nachgelegt hat, hier auf der linken Seite für Toast for me. Liebe Freunde, kommt ein bisschen nach vorne, dann seht ihr vielleicht auch ein bisschen mehr. Ich fand, es gab eine Tendenz zu sehen, ca. 45% zu 55% für eine Seite, aber so richtig erkennen wir das erst ab 60-40. Falls Leute von euch für beide die Hände gehoben haben, weil sie es extrem fresh waren, fanden, das hilft uns nicht weiter. Falls Leute Hände in den Taschen behalten haben, das hilft uns auch nicht weiter. Versucht alle an dieser Demokratie teilzunehmen. Ihr wisst ja, wie einfach eine Demokratie zu kippen ist. Und wir werden nicht gefördert vom Goethe-Institut. Das ist doch eine Schande, oder? Ladies and Gentlemen, zeigt mir eure Hände, wenn ihr sie auf meiner rechten Seite für Jizzy. Ladies and Gentlemen, zeigt mir eure Hände, wenn ihr sie auf meiner linken Seite für Toast for me. Du siehst es auch. Ein paar mehr Hände für Jizzy. Herzlich willkommen im Halbfinale, Jizzy. Ey, danke dafür. Überkrasser Typ, Alter. Danke, aber für mich war es genau ausgeglichen, also ich habe jetzt nicht so krass gesehen, aber wenn er es für sich selber sagt... Er hat selber gesagt, okay, ich habe jetzt aber auch nochmal die Jungs von Dreistil gefragt, die ja diesen Kollegen auch mitgebracht haben. Habt ihr das auch so gesehen? Wir sind keine Computer. Ich habe eine kleine Tendenz gesehen, die war ähnlich wie vorhin. Jizzy war ein bisschen... Aber ey, dieser... Wir machen gleich noch BMCL, also nach dem BMCL. Freunde!
Was geht? Superman! Superstar! Superbi! Hör gut zu! Alles klar! Nee, nee! Tut mir leid! Seid mal jetzt alle ruhig! Freunde, das zeigt einfach nur, ihr habt hier super Entertainment gesehen. Merkt euch diesen Typ, Toast for Me. Großartiger Typ. Sehen wir uns vielleicht in Köln, Alter? Ich muss ehrlich sagen, Alter, der Typ war überfresh. Aber wir haben wirklich von hier eine leichte Tendenz gesehen. Es war sehr, sehr knapp. Und das sagt ja schon einiges aus, wenn man so knapp gegen Jizzy dasteht, Alter. Sagt schon einiges über seinen Style und über seinen Können aus. Mach mal Lärm für Toast for Me! Was geht ab, meine lieben Freunde? Drittes und letztes Battle der Vorrunde, weil es eine Wildcard gab. Jizzy, bis nach Wien nachgereist. Geiler Typ, Alter. Und Toast for Me von Dreistil sich den Platz ergattert. Du musst zu den Interviews kommen, Digga. Das ist scheiße. Komm zu den Interviews. Jetzt kommen wir mal zu dir, Jizzy, Alter. Warum reist du bis nach Wien, Alter? Ich find's geil. Ich find's richtig geil. Aber was hat dich so richtig getrieben, Alter, das zu machen? Ist das der Rekordtitel oder? Natürlich, weil ich Battle Rap liebe. Und nein, es war Tobi Nice, natürlich auch. So, ich mag's auf jeden Fall. Es war Tobi Nice, er hat mich gefragt, er hat einen BMZL hier gehabt. Meinte, sollen wir zusammen hier hinfliegen? Hab ich gesagt, komm, okay. Er meint, er macht auch Battlemania mit. Und falls einer von uns gewinnt, teilen wir uns die Gage. Und dann haben wir den Flug wieder drin. Und dann haben wir gesagt, okay. Und ich dachte so, er ist schon im Halbfinale safe dabei. Dann habe ich auf jeden Fall eine bessere Quote auf jeden Fall. Also auf ihn so. Und dann habe ich mir so gedacht, warum nicht? Und dann. Zum Battle aber, Toast MC kenne ich von Hip-Hop Open Austria, ist ein sehr souveräner Freestyler. Das Battle war komplett auf Augenhöhe, ich hatte da einfach Glück am Ende, dass er auch von sich selber irgendwie gesagt hat, ich weiß nicht warum, ich habe mehr Hände. Ich hatte das Gefühl, alle haben die Hände für ihn gehoben und alle haben für mich gehoben. Und ja, also man hat schon wirklich eine Tendenz gesehen, weil bei dir war vorne und hinten, bei ihm war hinten stärker. Man hat das schon gesehen, aber war wirklich trotzdem noch ein Battle auf Augenhöhe, so war wirklich ein geiles Ding. Was sagt ihr zu diesem Ding? Schreibt alles in die Kommentare und seid nicht traurig. Ich bin zwar nicht Cynic, ich weiß, ihr habt ihn sehr gut gehypt. Vielleicht kriegen wir ihn für die Interviews nochmal, aber Jizzy, das wievielte Mal in der Battlemania? Achte Mal, glaube ich, ja. Ich weiß gar nicht, ob das schon mal jemand geschafft hat.